dass Sie schon, man merkt, dass Sie schon voll digital sind. Alle Zahlen jenseits 1 und 0 scheinen für Sie ein Problem zu sein. Wir sind nicht bei der 5., wir sind bei der 6. Local-Web-Konferenz. Und zu dieser 6. Local-Web-Konferenz darf ich Sie hier alle im Saal ganz herzlich begrüßen. Ich tue dies sehr gern in Vertretung von Herrn Präsidenten Schneider, der in Ihrem Programm auch ausgedruckt ist. Er hatte kurzfristig die Möglichkeit, an dem Worldwide Radio Summit in Los Angeles teilzunehmen. Und ich glaube, da werden Sie alle Verständnis haben, dass er dies getan hat, zumal auch dieses alte Medium ja vor vielen Fragestellungen steht, wie es in die neue Welt hinüberkommt. Und da wird er sicherlich das ein oder andere Interessante für uns auch hier aus Amerika mitbringen. Ja, erstmals findet die Local Web Konferenz im Rahmen der Nürnberger Web Week statt. Auch um zu unterstreichen, dass die Aktivitäten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und ihrer Tochtergesellschaft, der Bayerischen Medienservicegesellschaft, eingebettet sind in die vielfältigen Aktivitäten, die hier in der Region Nürnberg stattfinden. In den letzten 6 Jahren hat sich viel verändert. Viele Location-Based Services sind über die Nutzung des Smartphones unmerklich in unseren Alltag eingeflossen. Die Nutzung der LBS-Services ist selbstverständlicher und unmittelbarer geworden. Wir checken zwar nicht mehr bei Foursquare ein, aber wir suchen Taxis oder Restaurants und auch Informationen ganz selbstverständlich über die App mit Ortsbezug. Here Now, der neue Titel der Local Web Konferenz, drückt dies aus. Noch etwas hat sich geändert im 6. Jahr. Herr Pretorius hat schon darauf hingewiesen, die Local Web Konferenz wird erstmals gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie. Auch dafür darf ich mich nochmal hier an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Mit der Local Web Konferenz setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Medienentwicklung und die neuen Möglichkeiten der Medien im Netz. Wer die Präsentation von Elon Musk zum neuen Tesla Modell 3 vor 2 Wochen verfolgt hat, dem mag aufgefallen sein, dass sich auch im Innern eines solchen Autos vieles verändert. Wo heute üblicherweise noch eine Mittelkonsole ist mit einer Vielzahl von Knöpfen und Reglern, gibt es zukünftig nur noch einen großen Bildschirm. Einen Bildschirm als zentrale Steuereinheit, auf dem aber eben auch Medieninhalte gezeigt werden und der natürlich fahrenderweise ständig seinen Ort verändert. Dieser große Bildschirm ist sinnbildlich für einen Trend, der sich im Medienkonsum der letzten Jahre bereits deutlich abzeichnet. Insbesondere die starke mobile Nutzung verändert, wie wir selbst Medien nutzen. Feste Punkte im Tagesablauf, wie der Frühstückstisch, der Fernsehsessel oder auch das Arbeitszimmer, haben an Bedeutung für den Medienkonsum verloren. Medieninhalte werden unterwegs, in der Straßenbahn, beim Spazierengehen, im Park oder auch mit Freunden im Café konsumiert. Die Nutzung ist häufig auch nicht mehr geplant, sondern passiert spontan und der Situation angepasst. Auch das Medienangebot selbst hat sich stark verändert. Nachrichten stehen jederzeit aktualisiert, quasi live zur Verfügung. Ein ständiger Nachrichtenstrom versorgt uns mit den neuesten Meldungen aus der ganzen Welt, aber auch aus unserer Region. Live wird gerade das neue Paradigma einer Medienwelt, die es ermöglicht, immer dabei zu sein, vor Ort zu sein, bei Sportereignissen genauso wie bei Attentaten oder Katastrophen. Apps mit dem Zusatz 24 versuchen uns deutlich zu machen, dass der Nachrichtentag kein Ende mehr nimmt. Insbesondere auf unseren mobilen Endgeräten etablieren sich neue Player, die das Betriebssystem für diese neuen Medienangebote vorgeben. Google hat dafür gesorgt, dass der Ort unmerklich zu einem wesentlichen Faktor unseres eigenen Suchens geworden ist. Wo ich mich aufhalte, also an meinem Ort, ist längst zu einem wichtigen Kriterium dafür geworden, welche Inhalte ich aus dem Netz angezeigt bekomme. Das bezieht sich längst nicht mehr allein auf die Navigation oder die Suche nach Ladengeschäften in der Innenstadt. Der Ort, an dem ich mich befinde, ist auch ein wichtiges Kriterium für die angezeigten Nachrichten und Informationen. Ich brauche nicht mehr ein spezielles lokales Medienangebot aufzusuchen,
sondern nur meinen Ort noch einzugeben, um die entsprechenden lokalen Nachrichten angezeigt zu bekommen. Weitere neue Player auf dem Smartphone sind die großen Plattformen im Netz, wie zum Beispiel Facebook oder zukünftig vielleicht die Messenger-Dienste. Insbesondere Facebook versucht derzeit, zu einer allumfassenden Medienmaschine zu werden, die den Nutzern vor allem mobil den nicht endenden Strom an aktuellen, unterhaltenden und vermeintlich dann für den Nutzer relevanten Inhalte liefert. Und erst gestern Abend bei der Entwicklerkonferenz von Facebook hat Mark Zuckerberg wieder in besonderer Weise auf die neuen Live-Funktionen von Facebook hingewiesen, die dann natürlich auch entsprechend geobasiert sind. Was bedeutet diese Entwicklung für die Medienunternehmen? Was bedeutet situativer Medienkonsum für den lokalen Journalismus? Ort und Zeitpunkt einer Meldung werden künftig noch wichtiger, um für seine Nutzer in der Straßenbahn, im Park, im Café, im Auto relevant zu sein. Für lokale Medien, denke ich, kann das durchaus eine gute Nachricht sein, da sie ja gegenüber den großen überregionalen Playern einen Wissensvorsprung haben. Sie kennen ihre Gegend und ihre Hörer, Zuseher und Leser. Doch alleine das wird in der Zukunft nicht reichen. Es kommt darauf an, die Übertragung dieses Vorsprungs in lokal basierte Angebote, die auf den mobilen Endgeräten stattfinden, gelingen zu lassen, um nahe am Nutzer und an seinen Lebenswelten zu bleiben. Die Local Web Konferenz zeigt dieses Jahr zahlreiche journalistische Angebote, die die Möglichkeit der geobasierten Ausspielung von Informationen integrieren und so einen neuen Mehrwert bieten. Die Local Web Konferenz zeigt jedoch auch, dass es sich hierbei nicht nur um ein Medienthema handelt, sondern dass Bereiche wie der lokale Handel oder die Verkehrsplanung in der Smart City eng mit dem Thema verwoben sind. Also die Konvergenz in der Technik wird von der Konvergenz in den Inhalten begleitet. Ich darf Ihnen, ich darf uns, ich selber werde auch gerne da bleiben und mir das anhören, einen Nachmittag voller Impulse für die eigene Mediennutzung, für die Medienangebote und für Ihr zukünftiges Einkaufsverhalten in den smarten Städten der Zukunft wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.